Schwarze Schafe haben wir. Die hat man aber in jeder Gesellschaftsschicht. Das hat nichts damit zu tun, ob man auf der Straße ist oder nicht. Dementsprechend sollten viele Leute sich einfach mal Gedanken darüber machen, wie schnell man in so eine Situation geraten kann, weil es geht einfach saumäßig schnell. Ich habe früher auch viel verdient, viel gearbeitet und hatte immer das Gefühl, es langt nicht. Der Nachbar hat ein neues Auto oder die neue Videoanlage und man muss das haben und das haben und das ist alles nur Blendwerk. Das sind alles Ersatzbefriedigungen. Für mich gibt es seit 2005 kein Weihnachten mehr. Mir fehlt ein Mensch, mit dem ich 15 Jahre zusammen war. Und wäre er noch am Leben, wäre ich garantiert nicht draußen. Ich mache keine Proteste. Ich versuche hier zu überleben. Es ist nicht jeder auf der Straße ein Alkoholiker, ein Drogensüchtiger. Wir haben so viele junge Leute hier, unter 25, denen sieht man die Straße nicht an. Die haben halt einfach nur mal Pech gehabt. Und selbst wenn es selbst verschuldet ist, man sollte den Leuten immer noch Chancen gewähren. Ich bin 2006 aus meinem Job gemobbt worden, wo ich krank war. Hatte Urlaub, bin während des Urlaubs krank geworden und habe meinen Job verloren. Pech gehabt. Und da ist noch nicht aller Tage Abend. Und ich habe keine Lust mehr, noch irgendwie für die Republik einen Anstreich zu tun. Dazu gekommen ist es ganz einfach. Ich habe fristlose Kündigung bekommen und bin dann freiwillig raus. Das war reine meine Entscheidung. Und sagen wir so, man hat seine Ruhe. Und wir sind aber auch nicht unzufrieden mit unserer Situation. Es geht uns, es ist nicht einfach, aber wer hat es einfach im Leben? Nein, wir sind nicht arm, wir haben nur kein Geld. Arm sind die Leute, die niemand leiden kann. Dazu gehören wir nicht.